An Transparent Share gefällt mir, dass man wirklich auf Tagesbasis Vorschläge und Ideen zu Unternehmen und Aktien bekommt, die man so nicht auf dem Radar hatte, die sonst nirgends irgendwo auftauchen, und dann Kauf- oder Verkaufsempfehlungen bekommt und genauer hinterfragen kann und genauer hinschauen kann, warum die jetzt eigentlich zum Kauf empfohlen werden. An Transparent Share gefällt mir, dass es für mich in gewisser Weise inspirierend ist. Ich schaue mir die Empfehlung an und das ist dann für mich auch ein Anlass zu gucken, ah, interessant, könnte ich mir selber auch mal wieder anschauen, die Aktie. Also halt im positiven Sinne oder auch, wenn eine Verkaufsempfehlung kommt, wie kommt Transparent Share zu der Einschätzung? Ich nutze es insofern recht intensiv, dass ich mir die Kennzahlen angucke, die zu den Urteilen gekommen sind und ne, daraus dann meine eigenen Schlüsse ziehen. Die können die gleichen sein über Transparent Share, kann aber auch unterschiedlich sein, aber so ist die Börse. Besonders gut bei Transparent Share gefällt mir die gelungene App. Ja, also, dass ich hier tatsächlich auf der einen Seite meine Portfolios hier anlegen kann, auf der anderen Seite tatsächlich ja, die Wertpapiere schon vorgelistet habe, die einfache intuitive Bedienbarkeit. An Transparent Share gefällt mir zum einen die einfache Handhabung der Plattform, aber zum anderen die Funktionen an sich. Denn egal, ob man jetzt als Trader oder als Investor an der Börse agiert, ist es wichtig, einen Plan zu haben. Und dieser Plan benötigt eine Duplizierbarkeit. Das bedeutet, dass wir Signale handeln im Trading, aber auch beim Investing auf bestimmte Kennzahlen achten. Und diese Kennzahlen werden von Transparent Share transparent und einfach geliefert. Und es hat mich eigentlich von Anfang an überzeugt. Und seitdem nutze ich auch Transparent Share immer wieder neben einigen anderen Tools für meine Investmententscheidungen, weil ich hier einfach eine duplizierbare, eine einfache Methodik dahinter sehe, mit denen ich meine Investmententscheidungen verbessern kann. Thank you.